This is the end, will it begin? Is there a way to live again? How can I dream if I was never awakened? How can it still hurt when I can't feel? Am 11. September 2001 ging eine Nachricht um die Welt. Die Twin Towers in New York City waren zerstört und eine riesige Staubwolke legte sich über Manhattan. Mehr als 3000 Amerikaner hatten ihr Leben verloren. Die amerikanische Regierung unter George Bush machte den Taliban-Führer Osama bin Laden, unterstützt von Afghanistan, dafür verantwortlich. Bereits einen Tag später wurde in den Vereinten Nationen die Resolution 1368 verabschiedet die zur Operation Enduring Freedom führte und den Beginn des Krieges gegen den Terror einläutete. Bis zu 70 Nationen sollten sich an diesem Kampf beteiligen. Die USA und ihre Verbündeten mobilisierten ihre Streitkräfte und griffen Afghanistan, die Heimat der Taliban, am 7. Oktober 2001 an. Der Konflikt sollte erst 2021 mit dem Sieg der Taliban enden. Und da sich einige eine modernere Darstellung gewünscht haben, stellen wir euch heute einen Staff Sergeant der US Army First Infantry Division in Afghanistan vor, 2007. Als Helm trägt er ein Mich 2000 mit UCP-Helmbezug, ISS-NVG-Staubschutzbrille. Vorne NVG Mount, NVG, also Nachtsichtgerät. Darauf noch ein Reno, an dem man dann das Nachtsichtgerät mit J-Arm befestigen kann, zum Runterklappen zu den Augen. Drumherum noch ein Helmgummi mit Cat Eyes in Foliage Green und hinten nochmal zwei Schlaufen, die zusätzlich am Helm montiert sind, damit das Ganze dann nicht auch bei der Benutzung hochrutscht. Im Nacken am 4-Punkt-Kinnriemen noch ein Nape-Pad, was zusätzlich die Funktion hat, zum einen den Tragekomfort zu erhöhen. Andererseits hat es auch Kefle-Einlagen, um einen Splitterschutz im Nacken zu gewährleisten. Als Hemd sehen wir hier ein Massive Combat Shirt. Das wurde in wärmeren Temperaturen alternativ zum normalen ACU-Hemd getragen. Zum einen, weil es natürlich deutlich dünner ist. Vor allem im Bereich unter der Weste, da ist es ein ganz dünner, atmungsaktiver Stoff. Andererseits hat es auch den Vorteil, dass dieser Stoff, anders als die normale Felduniform, aus feuerhemmendem Stoff ist. Das hat vielen Soldaten die im wahrsten Sinne Haut gerettet, wenn sie bei einer ID angesprengt wurden. Als Hose sehen wir hier die Standard-ACU-Uniformhose in UCP und an den Knien altama Knieschoner. Als Schuhwerk haben wir Desert Boots, da gab es Modelle von Altama als Hersteller und wie in diesem Fall welche von Belleville. Die haben den Vorteil, die haben auf der Innenseite Gore-Tex und sind somit tatsächlich ein bisschen besser geeignet für feuchte Untergründe. Die Handschuhe, die wir hier sehen, sind Oakley Combat Gloves. Sehr verbreitet unter amerikanischen Soldaten und vor allem beliebt durch die verstärkten Knöchel. Auf dem linken Arm Sehen wir oben den amerikanischen ISAF-Patch, ebenso in UCP, und darunter den Foliage Green Subdued von der Big Red One First Infantry Division. Der Schriftzug unter den lateinischen Buchstaben ist auch nochmal dasselbe, nur auf Arabisch. Oben haben wir einen infrarot reflektierenden Flaggenpatch der Vereinigten Staaten von Amerika, darunter den Dienstgrad Staff Sergeant und den Klett-Namensschriftzug. Anders als beim Feldhemd hat das Combat Shirt alle seine Patches auf den Arm, weil das ist komplett darauf ausgelegt, nur benutzt zu werden, wenn man seine Weste trägt oder es entsprechend warm ist. Aber voraussichtlich nur im Kampf. Man sieht auch hier, die Ellenbogen sind verstärkt, sodass man keine Ellenbogenschütze braucht. Als Hauptbewaffnung sehen wir hier ein M4A1 Carbine im Kaliber 556 x 45 mm am Wies. Also der Waffenmontage um den Lauf herum sehen wir auf der Oberseite ein NPEC 2. Das ist ein Lasermodul, was zum einen sichtbaren Laser als auch Infrarotlaser abstrahlt. Infrarotlaser natürlich, damit man nachts mit dem Nachtsichtgerät auch sehr gut zielen kann und auch feindliche Ziele für andere Soldaten markieren kann. An der Seite haben wir dann eine taktische Taschenlampe, natürlich kein funktionsfähiges Modell. Dieses wird mit einem Schalter am taktischen Griff unten per Druck ein oder ausgeschaltet. Sowohl das Lasermodul als auch die Taschenlampe sind natürlich nach deutschem Waffenrecht keine funktionsfähigen Teile. Auf der anderen Seite haben wir seitlich am wies noch mal eine Montage für den Dreipunkt-Tragegurt. Der Dreipunkt-Tragegurt hat den Vorteil, dass anders als bei einem Zweipunkt-Tragegurt kann die Waffe deutlich bequemer vorne getragen werden und sie kann mit einer einfachen Handbewegung zur Seite gepackt werden. Und wenn man sie etwas stärker Bewegen möchte, dann hat man hier vorne noch einen Clip, den kann man lösen und so wird die Schiene auch noch beweglicher und die Waffe ist noch frei handierbar. Als Hauptzieleinrichtung haben wir ein originales ACOG, das ist ein Vierfach-Zielfernrohr mit Lichtsammler oben drauf. Hinter dem ACOG sehen wir noch eine kleine Notvisierung, das sollte das ARCOG im Kampf beschädigt werden, kann man das demontieren und eine Notkimme hochklappen. Das M4A1 ist eine Verbesserung der M4, welche wiederum eine Weiterentwicklung der XM177 aus dem Vietnamkrieg ist, die auch dort bereits von Spezialeinheiten eingesetzt wurde. Die Waffe ist durchaus beliebt, sowohl beim Militär als auch in der zivilen amerikanischen Bevölkerung. Man kennt ganz klassisch alles, was böse ist in den Medien, ist ein A15. Das hat einfach damit zu tun, dass die Waffe aufgrund ihrer ähm, Einfachheit, kann man sagen, ihrer günstigen Produktion und ihrer äh, Bekanntheit durch die Armee eine richtige Volksbewaffnung ist. Als Weste sehen wir hier eine Point Blank IBA OTV in UCP. Das ist eine Weste der Schutzklasse 4 mit Weich- und Hartballistik. Sie hat komplett drumherum kevlar einlagen und vorne und hinten Keramik-Sabi-Platten. Die Weste ist auf mindestens 762x39, also AK-Kaliber, ausgelegt. Es gibt aber auch viele Videos von auch irakischen Heckenschützen, die auf amerikanische Soldaten mit dem SVD geschossen haben, wo die Kugel nicht durch diese Weste gekommen ist. Die, die werden richtig umgeworfen und kriechen dann hinter dem Humvee. Und hier auf der Unterseite sehen wir den Groin-Protector. Auch ein mehrleckiger Kevlar-Schutz Wie am Nacken hat nicht die Funktion die Eier zu schützen, sondern die Organe im Unterleib. Wie auch bei der Uniform sehen wir hier oben einmal den Namensklett und daneben den Dienstgrad. Darunter zwei Handgranatentaschen für die M64 Fueg-Handgranaten. Seitlich daneben viele Sachen des alltäglichen Bedarfs. Ein Knicklicht. Den Löffel fürs MRE, also das ist das Pendant zum EPA der Bundeswehr, und eine kleine Schere, um Sachen zu zerschneiden. Auch ganz wichtig, man muss sich sehr viele Notizen über den Tag machen, ist natürlich der Kugelschreiber. Fangen wir mal von der Mitte aus an. Sehen wir erstmal mehrere Double Mac Pouches. Auf der Seite mit je zwei magazin Erst auf Magazine natürlich. Und auf dieser Seite einfach und dahinter. Eine sogenannte Schingel. Das ist ähm, eine flache Molletasche für je einmal ein Magazin, drei nebeneinander, ähm, zum schnellen Ziehen. Die haben auf der Vorderseite nochmal Molle, dass man nochmal davor was setzen kann. Dann haben wir daneben eine Kantin-Pouch mit was zu naschen. Wir können ja mal reinschauen. Hier sehen wir zum einen Pop-Tarts. Wigleys und das war's auch schon. Darüber, damit man schnell rankommt, ein, eine Schnellhandschelle, um mal einen schnellen Gefangenen zu machen. Ein Weg. Unter dem Rucksack sehen wir in diesem Fall noch mal ein Camelback. Die amerikanischen Streitkräfte haben zum Glück bereits am Anfang des Irakkrieges, des zweiten Irakkrieges, die Feldflaschen überwunden und sehr schnell auf Wasserblasen auf dem Rücken gesetzt. In diesem Fall haben wir eine 3 Liter Wasserblase auch in UCP. Der Vorteil ist natürlich, dass man direkt an das Wasser rankommt. Man muss nicht irgendwo dran groß rumrühren. Man hat hier vorne direkt die Möglichkeit, einfach an den Schlauch ranzugehen, dran nuckeln, wie bei Mutti, verschließen und dann kann man weiterkämpfen. Der Soldat führt natürlich, da er auch mal länger unterwegs ist, ein Rucksack mit. In diesem Fall ist es ein sogenanntes Assault-Pack. Das ist zum Beispiel eine Nummer größer als das Patrol Pack. Man könnte quasi sagen, das ist so ein 2-3-Tages-Rucksack. Jeder Rucksack ist natürlich vom Soldaten individuell gepackt auf die eigenen Bedürfnisse. Aber wir können einfach mehr so ein kleines Unboxing machen und gucken, was dann so drin sein könnte, wenn der Soldat unterwegs ist. In diesem Fall zum Beispiel haben wir noch das andere Hemd zur Uniform des Oberhemd der ACU, also der Uniform in UCP. Falls es doch mal ein bisschen kälter wird. Und falls es dann nochmal richtig kälter wird, haben wir hier die Level 3 in Foliage Green. Zur Erklärung man hat ja bei Armee mittlerweile darauf gesetzt, so ein richtiges Zwiebelsystem bei der Kleidung anzusetzen. Und die Level 3 ist dann quasi die dickere Unterkleidung. Unglaublich angenehm. Die Nächte können natürlich auch in Afghanistan deutlich kälter werden manchmal. Deswegen gibt es dann auch passend dazu auch vom Polartec Info in queen die Mütze. Kann man sehr gut unter dem Helm tragen. Und da man auch mal hungrig werden könnte, haben wir hier mal exemplarisch ein MRE. Anders als viele denken, ist ein MRE keine Tagesration, sondern eine Mahlzeit. In diesem Fall haben wir... Vegetable Crumbles mit Pasta in Taco-Style-Sauce. Na den guten Appetit! Was man auch auf sehr vielen Bilder und Videos sieht, ist, dass an der Weste kleine Rollen mit schwarzem Isoband befestigt werden, damit man schnell mal irgendwo rankommt, um auch wieder was zu befestigen oder wieder zu flicken. Dann haben wir dort das Handset für das PRC, das Funkgerät, welches hier auf dem Rücken in einer zusätzlichen Tasche getragen wird. In diesem Fall ist es ein Harris. Das Tarnmuster selber, wie schon gesagt, ist das UCP, steht für Universal Camouflage Pattern. Das hat in den 2000er Jahren das altbekannte Woodland abgelöst. Das Tarnmuster ist auf jeden Fall sehr umstritten, da man sich denken kann, ein helles Grau ist jetzt nicht unbedingt so universell, eher universell ungeeignet. An jeder Oberfläche, wieso es sich wirklich durchgesetzt hat, da kann man nur munkeln. Da muss irgendjemand im Pentagon eine sehr merkwürdige Entscheidung getroffen haben. Das Pixelmuster, dafür hat man sich entschieden, weil es sollte Überwachungsgeräte, Nachsichtgeräte unscharf machen, wenn es da gesehen wird. Am Ende ist natürlich das Bild so unscharf, dass es sowieso komplett egal ist. Auf den Geräten bringt auch nichts. Und die Farbe, die ist tatsächlich nur im Schutt einigermaßen zu gebrauchen oder... Tatsächlich gibt es auch viele Bilder aus dem afghanischen Gebirge, wo das ganz gut passt, was aber auch damit zu tun hat, dass es dann zur Hälfte aus dem Staub der Umgebung besteht. Die Kleidung, die wir euch heute vorgestellt haben, das ist nur natürlich eine Essenz genau aus dieser Zeit. Die Ausrüstung der amerikanischen Soldaten, die war ständig im Wandel. Ein, zwei Jahre später haben sie schon eine komplett andere Weste getragen. Drei bis vier Jahre später war das Tarnmuster schon vollständig anders. Deswegen ist das wirklich wie so ein kleiner... Wie Ein kleines Foto direkt aus dieser Zeit. Zu der Ausrüstung muss man schon sagen, die lässt sich sehr angenehm tragen. Die Amerikaner haben natürlich fortlaufende Kriegserfahrung. Und die Weste hier wurde ungefähr 2002 eingeführt bei der US Army. Die erste wirklich verbreitete Weste mit modularem System. Da hat die Bundeswehr zum Beispiel noch viele Jahre ihre normalen Westen gehabt mit festen Taschen dran. Da hat der Amerikaner schon komplett individuelle Klamotten getragen. Die Weste lässt sich auch sehr gut alleine an- und ausziehen. Man hat ein Klett auf der Vorderseite. Anziehen, ausziehen, Klett zu, fertig. Der Helm genauso, der hat innen kein Riemensystem mehr, sondern Kissen. Die sind beim ersten Aufsetzen relativ hart. Durch das längere Tragen passen sie sich aber komplett der Form des Trägers an. Und dadurch wird der Helm auch sehr angenehm ergonomisch. Auch wenn diese Ausrüstung jetzt schon ein paar Jahre. Altes, kann man schon sagen, ist sie überhaupt nicht aus der Zeit gefallen. Die lässt sich immer noch super tragen. Sehr kampftauglich, sehr modular. Man kann die wirklich gerne haben, wenn man das über militärische Ausrüstung sagen darf. Ja, wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen, dass wir heute mal ein komplett modernes Thema angeschnitten haben. Auch Afghanistan ist sicherlich ein Thema, mit dem verbinden auch viele Leute eigene Erfahrungen. Und ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielleicht möchtet ihr noch mehr sehen. Wir könnten euch auch anbieten, dass wir zum Beispiel die Bundeswehr vorstellen, wenn ihr Bock darauf habt. Lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und dann wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.